Das blaue Auge vom José zusammen. Der Franz, der hat den Max angetroffen. Dem sein Auge Blut unterlaufen. Was hast du gemacht, du guter Mann? Der Max sagt ihm, vom Zchillen gehen. Am Sonntag, in der Morgenmesse, nur mir passieren solche Späße. Das erste Lied ist schon verklungen, die Gläubigen haben kräftig gesungen. Vor mir eine Frau im Kirchenbank, gross und hübsch und gärtlich schlank. Mit Falterrock und Stöcklischuhe, es sind die Blüsli was dazu. Der Max, von hinten sie betrachtet, hat er ganz Besonderes beachtet. Da ist vom Röckli so ein Fältli genau im Füdli-Spältli. Da zupft der Max mit grösster Sorgfalt das Röckli aus dem Backenspalt. Wie der Blitz passiert das geschwind. Hau, zieh mich heim, Grill! Und mit dem langen Oberarm breicht sein Auge das Gottepark. Ja, das ist da so halt passiert. Hab mich rüdig festgeriert. Die beiden Männer treiben Sport, treffen sich am gleichen Ort. Nur etwa 10 Tage später. Der Franz ist beruflich Sanitäter. Im Krankenpflegeplatz der Kragen. Wer hat dir das zweite Auge verschlagen? Was hast du gemacht? Komm nicht mehr an. Der Max sagt, vom Killen zu gehen. Am Sonntag bin ich zu Killen. Fritz, mein Kollege, ist auch dabei. Am gleichen Ort wie das letzte Mal. Und plötzlich kommt die gleiche Frau. Im Blusli mit den weißen Flöckli dreht das dunkelrote Faltenröckli. Und da rutscht ein kleines Fältli wieder gleich ins Viertelspältli. Der gute Fritz, der sieht das halt. Zieht das Fältli aus dem Viertelspalt. Der Max, der weiss, die Frau liebt das nicht. Wenn jemand ihr am Röckli zieht, zurück stoppt er ihr den Falterrock, da zuckt die Frau einen riesen Schock. Statt des Gebets um Jesus Kind, haut sie im Max gerade eins an Grin. Doch das zweite Mal hat die grusige Tätschte Max dem Keibeis runtergeletscht. Das sei im grossen Kirchenschiff der erste sexuelle Übergriff.